Am 21. Oktober fand beim Tierpark Wismar das Richtfest für den neuen Bauernhof statt. Mitarbeiterin Marina Welsch aus dem Tierpark war vor Ort, um die neuen Stallungen einzuweihen. Wir wollen es nicht versäumen, unseren Bauernhof mit einem Richtfest zu ehren. Das hat Tradition. Wenn man das nicht macht, sagt man ja auch, dass dem Gebäude kein Glück vergönnt ist. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Deswegen machen wir heute ein Richtfest, auch wenn noch nicht alle Gebäude stehen. In die Gebäude ziehen unsere Tiere vom jetzigen Pferdestallkomplex ein. Das sind ja die Ziegen, die Schafe, die Schweine, Ponys, Esel. Die haben dann hier wesentlich mehr Platz. Hier hinten raus sind große Weideflächen, da können die grasen. Diese Möglichkeit hatten sie jetzt immer nicht. Die Gesamtkosten für den Bauernhof belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Der dann leerstehende Stall wird zu einer Känguru-Sittichanlage umgebaut. 2021 können die Vierbeiner in ihr neues Zuhause einziehen.